Jetzt geht's mit Bautüte 12 weiter. Schieb das mal zusammen. Mal gucken, was da in 12 alles drin ist. Huch. Plug the plate. Liegen Steine schon lose drin. Ach, da ist eine Tüte offen. Oh oh. Na, zum Glück ist alles in einem Zipperbeutel verpackt, ne? Ist aber die Tüte hier offen. Die ist geplatzt. Ja. In Bauabschnitt 12 kümmern wir uns jetzt um die andere Seite des Schiffes. Da. Das ist die jetzige Aufgabe. Genau, die bauen rückwärts. Ich mache kurz Tonstumm. Und jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Ja, wieder alles schön brav auf die Teller verteilt. Dann starten wir jetzt hier los. Und sehen zu, dass der nächste Bauabschnitt auch noch fertig wird. Geht doch ganz gut voran. Halt auch wieder so ein Designobjekt, also so ein Designteil. Mal gucken, wo das am Schiff nachher befestigt wird. Also vorne befestigt wird. Wieder das obligatorische Teil, was hier nur an einer Noppe hängt, fällt immer wieder ab. Das will ja nicht hängen bleiben. So, drehen wir das gute Stück hier wieder um. Blups. Blup. Mit der schlanken Front nach vorne. Zack. Jetzt muss ich wieder suchen. Wo sind meine Teile, die ich brauche? Wie immer da, wo ich mich suche. Das Winkelstück, wo ist das? Nein. Da. Da haben wir es. Soll das? Ach so. Okay. Auch mal was anderes. Brick Modified drauf und dann so. Okay. Immer in diese Baurichtungswechsel. Wäre es praktisch gewesen, als zweite Schicht eine Winkelplatte zu setzen. Nicht Winkel, sondern Winkelplatte. Aber das erledigt sich mit dem nächsten Stein, der da verbaut wird, weil das ist entsprechend gewinkelter, wenn ich ihn finde. Ja. Genau den. Den hatte ich jetzt eigentlich erst als Plate vermutet gehabt, aber nein, er wird als Brick geliefert. Öi. Ja, Druckpunkt finden halt, ne? So, 2, 1, 4. Jetzt fehlt es um Eck.
So sieht das Ganze jetzt aus. Kommt so ein bisschen Kleinigkeit dazu. Wenn man die Hälfte nicht wieder abrupft. Brr. Das kann man verhindern, indem man da oben eine Platte drauf setzt. So. Ja, ist in diesem Fall tatsächlich so dieses konzentrierte Aufbauen. Da ist mit Gucken und viel Reden. Ach, da wird jetzt gezeigt. Ah, okay, gut. Das ist natürlich sehr freundlich. Da wird gezeigt, wie von dem langen Element 12, 2, 4, 6, genau, das ist der 1x12, auf welche Noppen da oder unter welche Noppen die entsprechenden Kontaktpunkte sind. Das ist schon mal sehr praktisch. Das nochmal zwei davon und ein davon. Wieder auf einen Noppenstapelei gemacht. Einmal drei. Uff. Ja, ist klar. Ich würde mal sagen, hier wird gerade massiv hochgebaut. Ja, also so viel zu massive Bauweise. Da sieht man mal, was an Plates und Bricks dort verbaut wird, gerade. Eine Balljoint-Aufnahme. Einmal fürs Kugellager, Kugelgelenk. Das da. Oben drauf. Schieß los. Ich will den Stein nicht finden, anscheinend. Da. Da ist er versteckt. Und 1, 2 mal 2. Drehe um. Dann setzen wir die da oben rein. Okay. Gut. Da fehlt mir aber irgendwie was. Oder? Was ist das da hinten? Hä? Achso. Ah, okay. So, ich habe was vergessen. Da kommen zwei Sachen noch drunter. Die habe mich gerade schon gewundert. So, jetzt geht's. Nun passt das. Jetzt baue ich. Ach du Schande. Lampenbricks hintereinander. Okay. Brauchst du einen mit Noppe in eine Richtung, nicht in zwei Richtungen? Na, da bist einer. Was ein Gefissel.
Huhut niemand zurück. Ah, doch. Ein Huhu. Horten hörten Huhu. Wie rum soll ich das jetzt umdrehen? Ach so rum. Okay, gute Nacht. Vielen Dank, dass du da warst und vorbeigeschaut hast. Dann bis zum nächsten Mal, spätestens am Mittwoch, wenn es ins große Baufinale hier geht. So, und das darf jetzt da hinten dran, oder wie? Nee, anders. So rum. Ja. Zack. Jetzt ist das, was ich gebaut habe, da als hinteres Element angesetzt. Da sind schon wieder solche komischen Bautechniken hier. Die dann auch noch so schön die volle Konzentration fordern. Sie ist aber in alle Ecken hier gewinkelt. Das ist einer, der ums... Wo gewinkelt, ja. Genau. Was für extravagante Bautechniken hier. Das kommt so, da kommt ein 1x1 und so und dann. Da. Hier wird hier so die ganze Zeit hin und her gedreht, da kommen dann kleine Elemente wieder aneinander und das soll dann, so wie es aussieht, da oben drauf. Wo befestigt? Achso, an zwei Noppen wird es befestigt, an keiner Noppe wird es befestigt, weil es da gar nicht hinpasst. Hä? Hängt das jetzt so freischwebend da dran oder was? Oder fehlt da irgendwo an irgendeiner Stelle? Ach du Schande. Ja. Fehlt. Eine 1x3. Da einstellen müssen zwei übereinander und nicht nur eine. Denn jetzt kann man das da dran befestigen. Aha. Aha. So. Habe ich schon mal wieder nicht richtig geguckt. Und wo kommen wir? Sind wir jetzt da? Achso, da.
da dran. Sieht schon komisch aus. Wird noch komischer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jetzt kommt da unten auch noch was dran. Das muss ich wieder zusammen konstruieren hier. Hier und da, das geht ja so gar nicht. Ich suche im falschen Fach. Immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue im falschen Fach am Wühlen. Sollte doch mal wieder entspannt Truck fahren, wa? Leicht im Überhang, okay. So, und das Element soll jetzt da dran. Okay, passt. Zum Glück. Hab ich ja alles richtig gemacht. Was ist das? Ja. Teile suchen und finden hier. So, und das Element kommt jetzt da dran. Dann sieht das Ganze so aus. Und das kommt noch nicht auf dieser Seite, sondern es kommt auf diese Seite. Denn da soll das... zu tun. Okay. Ja, du sollst an dem Bolt befestigt werden. Das ist schon etwas. Ich mag da nicht drauf drücken. Als dass ich das ganze Teil gleich in der Hand habe. Du bist so ein Ochse, echt. Ich hätte mich doch darüber gewundert, warum hier noch so viele von diesen Teilen übrig sind, ne? Ja. Kann ich ja sagen, warum. Die kommen hier alle dran. Als Verkleidung. Das habe ich total übersehen. Kommt davor, wenn man nicht genau hinguckt, ne? So, da noch ein. Da. Ansonsten passt das nämlich mit diesem Element gar nicht. Mann. Das ist immer so ein Überhang, der dann gemacht wird, damit da dann entsprechend Bautechniken schön brav versteckt werden. Wahrscheinlich wurde die Plate auch schon irgendwo verwendet und ich habe es total übersehen. Ich befürchte es. Einmal mit Profis, ja. Sind gerade nicht verfügbar. Weil die habe ich jetzt tatsächlich in keinster Weise irgendwie bemerkt, dass die mit verbaut werden soll. Hier nicht. Und dabei ist es ja ein nicht mal kleines Teil.
Hier ebenfalls nicht. Auch nicht, auch nicht. Sieht ebenfalls so aus, als würde es da nicht... Ah, da wird es verwendet. In der Innenwand. In der Innenwand. Oha, jetzt habe ich zu viel rausgenommen. Ach ne, habe nur den Pin gezogen, mehr nicht. Hier wird das dran befestigt. Warum? Mann! Damit das auch stabilisiert wird. Ist doch klar. Jetzt muss ich nur die Kreuzachse da wieder reinkriegen. Habe ich. Echt jetzt? Und jetzt kommt das da oben dran. Soll wahrscheinlich hier reingeschoben werden oder so. Ne, reinschieben ist da aber nicht. Und wie kriegt man die Klappe jetzt wieder zu? Ja, so. Haha. Kriegt die Klappe nicht mehr zu. Trotzdem sieht das ein bisschen komisch aus, wenn das hier nur ein bisschen raushängt. Aber das soll anscheinend so sein. So. Da. Jetzt hat es Form. Selbiges darf ich jetzt nochmal für die andere Seite bauen. Juhu! Das wird wahrscheinlich jetzt aus den restlichen Teilen gemacht. Womit auch sonst. Aber diesmal in einer anderen Bautechnik. Naja, wenigstens etwas. Ja, weil es hier eine geschlossene Sache ist und keine... Doch, da ist auch nochmal eine Tür. Doch, da ist auch noch eine Tür. Und da fehlt eine... Ein Teil abgefallen? Und das ist ein Teil, was da dann... Achso, okay, gut. So. Schon total verwirkt. Das ist der Weg, ja. Das ist ein sehr wirrer Weg. Diesmal die mit beiden Lobbys. Gut, das kriegen wir hin. 2, 3. Immer wieder schön 2 Plates übereinander. Oh, hast du jetzt Feierabend? So spät. Das. Und da kommt dann so einer drauf. Und da kommt dann sowas drauf. So ist der jetzt genoppt einseitig oder genoppt zweiseitig? Das kann man wieder nicht erkennen. Aber ich denke mal, der ist genoppt zweiseitig. Was anderes wäre auch affig. So.
Einmal 8. Du bist eine 10. Du bist 8 lang. Kleine Pappschachteln in geringer Menge. Lass mich raten, das kritisch zu finden. Ein Zipperbeutel. Dann drehen wir das um und bauen noch einmal 12 oben drauf. Gut, ne, einmal 10. Einmal 12. Aber du möchtest es ja auch als verschickbar machen und da ist ein Pappschächtelchen natürlich wesentlich praktischer, also für ein Giveaway. Schon mal bei Karton.eu geguckt? Ryantech produziert ja Stahlkisten. Ja, entweder zum Verschicken oder dann halt um die designten Kürbisse da drin zu verstauen. Gehe ich jetzt mal von aus, ne? Wie gesagt, vielleicht hättest du da Glück. Muss ja nicht viel reinpassen, ne? Stacheldraht hinterhergestellt, keine Kisten. Aha, vielleicht noch eine Kiste Stacheldraht dazu oder so. Achter. Einmal 4. Echt jetzt in die Noppe? Das geht doch gar nicht. Wieder schön, man sieht nicht, wie es gemacht wird. Ach, das ist ein falsches Blade. Dann geht's auch so. Muss ja alles mit einkalkuliert werden. DIN A7 wäre eine gute Größe und maximal 4 cm hoch. Wie gesagt, also bei Karton.eu kriegst du diverseste Größen. Musst du mal schauen. Vielleicht gibt es ja auch so eine kleine Versandbox. Beziehungsweise Verpackungsbox. Weil die haben von Faltschachtel bis hin zu großen, fast schon über Seekartongröße an Boxen. Da könntest du vielleicht was finden. Wenn ich meine Teile wieder finden würde hier, die ich brauche. Manu. Komische Platte mit
Da ist sie. Da ist das Teil. Und das soll jetzt auf dieser Seite. Okay. Sehr extravagant. Das Element, was ich jetzt hier zusammengebaut habe, das wird hier auch nur brav an einer Noppe wird in Lampenbrick reingesetzt. Und das soll jetzt auf dieser Seite noch. Dann drehe und krieg's nicht hin. Das kommt jetzt an diesen Balljoint, der hier hinter versteckt ist. Da. Den da. Da kommt diese Platte jetzt. Die wird da jetzt montiert. Das soll das Ganze hier jetzt dann verdecken. Soll. Mal gucken, inwieweit ich da einen Druckpunkt finde, um das da zu montieren. Und zum Glück kann man unter das Set fassen. Also da drunter fassen. Dann kann man da. Gibt es noch eine Stelle, wo man was befestigt dabei? Nicht? Okay, und da kommt dann noch ein. Habe ich wieder vergessen, ne? Ich vergaß. Da kommt noch was. So, damit ist die Oberseite verkleidet auf dieser Seite. Unten drunter wird dann auch noch gemacht. Und das hier rutscht immer wieder raus. Na gut. Und jetzt kommt noch das Element dazu. Ich weiß nicht, was da noch. Das Tor und das vordere Stück. Das ist jetzt alles noch in einem Bauabschnitt. Oder hören wir vorher auf? So viele Teile haben wir doch gar nicht mehr hier. Na gut. Der sagt schon, dass ich das noch alles hier habe. Dann gucken wir mal. Dass wir hier wieder viel Kleinkram verbauen dürfen. Und uns dann diesmal etwas weniger verbauen. Oder weniger Dinge vergessen. Am besten gar nichts vergessen. Schönes generisches Zusammentackern. Ne? Ups. Hier geblieben. Das kommt dahin. Das sieht schon mal wieder gut aus. Mag man kaum glauben, aber das scheint tatsächlich ganz, ganz gut aufzugehen, dass man jetzt hier den unteren Teil komplett zuzimmert.
Ja, das ist dann. Da kommt dann wahrscheinlich zu viel dann zusammen, ne? Und dann halt nur, keine Ahnung, 10 Stück brauchst und du ab 100 rechnet sich's erst. Kann ich verstehen. Und das kommt jetzt. Dahin. Ohne dass ich mir die Hälfte hier. Die Klappe auf der einen Seite zumacht und bricht einem hier dasselbe Schiff ein. Weil da irgendwo immer wieder kleine Elemente dazwischen hängen, die. Ja, 13,4 Cent ist doch in Ordnung. Wenn du deinen Stammhändler da hast. Dann nutze den doch auch, bevor du da auf irgendwen anders da zugreifen musst. Ja, ich weiß, könntest du ja, man könnte ja vielleicht jemanden finden, der günstiger ist. Das ist schon richtig. Aber da würde ich dann doch eher die paar Cent mehr bezahlen und dann an jemanden herantreten, den man so oder so schon kennt, mit dem man sowieso schon gute Kontakte pflegt. Das denke ich auch besser. Der freut sich, dass du ihn unterstützt. Kater hat Spielzeug gefunden. Irgendwas Fiependes. So, die zweite Klappe ist fertig. Und diese wird ebenfalls in aller Hoffnung, dass man hier nicht irgendwas drückt und es dann hier untergeht, damit befestigt. So. Passt soweit. Gott sei Dank. Und jetzt kommt nur das untere Element. Und dann haben wir das hier auch fertig. Vor allem spare ich den Versand, weil die um die Ecke sitzen. Da hole ich die einfach ab. Ist zwar nur ein 100er Pack, aber dann. Ja, siehst du, für Weihnachten und Ostern auch noch so super. Also bitte. Doch gut, wenn die so direkt um die Ecke sind. Du weißt, wo du dran bist. Die wissen, dass da alles im rechten Lot ist. Nö. Dann lieber vor Ort unterstützen. Weihnachten gibt es einen kleinen Weihnachtsmann. Zu Ostern gibt es einen Horsi. Oder eine Bratente. An Weihnachten.
Hier ist klar, Katzenkleinkrieg. Die Kater jagen sich gerade wieder mal. Gurren sich gegenseitig an. Und dann wird mal wieder kräftig links und rechts gekloppt. Ne? Hört auf damit. Dass die ums Eck gehen sollten? Ja. Es waren die, die ums Eck gehen sollten. Das war der erste, das ist der zweite. Achso. Ich bin schon wieder an der einen Stelle vorgeprescht, bei der anderen Seite war ich zu langsam. Oh Mann! Aber Zeit. Time. Den da oben drauf und dann kommt da noch einer. Sind zwei Plates. So, und dann das und das. Dann wird wieder was Komisches zusammengebaut. Hey Frankie, grüß dich. Na Bend. Noch kurz vor Ende einmal rumkommen, ja, das ist schön, das freut mich. Das. Quatsch, andere Seite. So rum ist richtig. Doch schon hat über 10 Stunden gestreamt. Uff. Na dann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Was hat er denn 10 Stunden lang gemacht? Gebaut? Hat er alleine gestreamt oder was hat er gemacht? Das kommt dahin und das kommt da oben drauf. Castle Grayskull in eins durchgezogen dann, ja. Wiederaufbau. It's not only a build, it's a rebuild. So, also das Shot und genauso wie auf der anderen Seite. Das Problem ist halt, dass die hier nicht alle na, glatt ineinander übergehen, sondern dann irgendwo mal so ein bisschen haken. Und dadurch kriegst du immer mal wieder Probleme, das zu schließen. So, und das Teil, was ich jetzt hier gebaut habe, diesmal auch mit den ganzen richtigen Teilen. So scheint mir doch noch so, dass das obere auch noch dran kommt. Das darf ich jetzt da festmachen. Und man weiß nicht, wo man drücken soll.
dran. Ist dran, das Ganze. So. Das haben wir auch. Und jetzt kommt noch diese Sekt, also dieser Bereich. Und dann dürfte es für den Bauabschnitt. Ja. Das ist dann der Rest dieses Bauabschnitts. Mit dem, beim nächsten Bauabschnitt kommt dann nochmal die Verkleidung hier dran und dann geht es da auch nochmal kräftig weiter. Ja, viele Kleinteile zum übereinandersetzen. Er will die ganzen Modules, die ihm runtergefallen sind, wieder aufbauen. Dauert halt länger, weil die Sets ja nicht mehr in Baugruppen sind. Ah, es waren einige andere YouTuber anwesend. Ne, dann ist ja gut. Also für genug Unterhaltung war gesorgt. Bei 10 Stunden kann ich das auch. Tja. So einmal seinen Urlaub opfern, ne? Runtergefallene Modulars klingt nicht schön. Nein, 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 danke. Das sitzt ja stramm. So. Da oben drauf und jetzt da ums Eck. Kann man sich auch Schöneres vorstellen als ein runtergefallenes Modular, oder? Oder gleich mehrere runtergefallene Modulars. Richtung. Autsch. Wollte es nicht bleiben. Da habe ich den falschen Stein verbaut. Manu! Verdammt. Falsch. Du kommst dahin. So, jetzt ist richtig. Das ist echt hart. Ich habe dafür tatsächlich noch keinen großartigen Verwendungszweck. Ich muss mir da noch ein bisschen was einfallen lassen. Ich weiß ja, von wem ich dann irgendwas Bösartiges abkriege, wenn du das dann einmal eingelöst bekommst. Oder es wird dann nochmal auf Null gesetzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ich weiß auch, es ist zwar nicht ganz nett, aber da muss man halt nochmal von vorne anfangen. Ja, ansonsten wären es ganz normale klassische Kanalpunkte. Das ist, ob nun Stakies oder Kanalpunkte.
Soweit habe ich mir noch nichts einfallen lassen. Da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen. Und nein, ich mache jetzt kein Blindbauen. Aber ich glaube, es spielt keine Rolle, ob es 10 oder 12 Modulas sind. Es sind alle, sie sind runtergefallen und dann zerborsten teilweise. Kein schöner Ding. So gar nicht. Hätte ich zum Beispiel auch keine Lust mit dem Modell hier. Lustige Kopf, da müsste ich lustige Kopfbedeckungen haben. Nein, ich trage keine Perücke. Das juckt so bestialisch. Nein, werde ich nicht tun. Meinetwegen ziehe ich auch ein Relaxo-Kostüm an oder sonst irgendwas in dieser Form. Pff, müsste ich mir nur mal eins holen. So ein One-Suiter. Irgendwie macht man sich ja dann sowieso zum Horst, ne? So muss das. Und dann muss ich das drehen. Ein Einhornkostüm, ja, ist klar. nein. Nicht für 100, nicht für 1000 und auch nicht für 10.000 Punkte werde ich mir den Bart abrasieren. Nein. Nein, 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 nein. Farbwechsel meiner Lampe. Das wird schwierig, weil das ist eine Lampe ohne Farbwechsel. Dann müsste ich gucken, dass man das vielleicht so im Video selber dann halt mit Farben arbeitet, dass das Videobild dann zumindest in anderen Farben rüberkommt. Ja, oder bauen im Dunkeln oder so. Nee, das ist irgendwie. Das ist doch auch alles nur abgekupfert. Das könnte dann hier auch passieren. Nee, der wächst gerade wieder so schön. Der wird gerade wieder so schön flauschig. Problem ist halt nur mit der Maske. Sobald das Ding hier zu lang ist, mag ich es eigentlich auch nicht. Naja, gut. Man könnte mit LED-Bändern arbeiten. Das würde funktionieren. Müsste man mal schauen, wie die programmierbar sind. Oder halt, ne, die Nano-Leafs. Aber da ist dann halt auch gucken, was man sich aktuell erlauben und leisten kann, ne? Das ist ja auch immer so der Fall. Bauanleitung über Kopf. Ja, das läuft über eine Smart App dann. Wenn Sie. Das müsste eine Smart App sein, die das dann entsprechend ermöglicht. Au. Na ja gut, das ist ja nicht.
ich baue ja hier nicht regelmäßig, sondern halt gelegentlich. Und von daher müsste es halt zum allgemeinen Kanal dann halt auch wieder passen. Das ist ja jetzt nicht meine Hauptintention, jetzt die ganze Zeit die Baustreams auf Twitch zu wechseln. Das war ja jetzt nicht so das Ziel. Mal gucken, vielleicht finde ich da noch so das ein oder andere Inspirative. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier montiert kriege, ohne dass es mir gleich wieder auseinanderfällt. Sitzt mich alles sehr stramm. Da. Hallo Eddie. Ah. Ist irgendwo ein Teil abgesegelt und ich habe keine Ahnung, wo es war. Nein. Oh, verdammt. Ja. Ja, da. Glaube ich. Autsch. Gefährlich. Ja, ich will mal Cat-Content zeigen. Was mache ich? Ich reiße den halben Flieger ab. Ja, Schadenfreude ist die größte Freude, ich weiß. So, das. Und da kommt der Brick ist da drauf. So. So kommt es da drauf. Jetzt drehen wir das Ganze um und bauen die ganzen Elemente wieder drauf. Juhu. Nicht Exploding Kittens, sondern Exploding Klemmbausteinsets hier. Hau, 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 hau. Da hatte ich doch tatsächlich mal kurzfristig ein bisschen Schockmoment. Ich bin wieder wach. Jetzt so. Okay. Ups, ein paar zu viele Emotes. Ja.
Da wird nochmal das eine oder andere ein klein wenig entschärft. So, und die Plate ist jetzt übrig geblieben. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie im nächsten Bauschritt brauchen werde. Nichtsdestotrotz legen wir erstmal zur Seite, haben wir das entspannt. Jetzt kommt noch dieses Element einmal da oben dran und dann haben wir diesen Bauschritt auch geschafft. Dann hoffe ich mal, dass ich das Ganze jetzt hier hinkriege, ohne es gleich zu zerrocken. Ja, das sieht gut aus. Juhu! So. Bauschritt 12 abgeschlossen. Ich habe mittlerweile derbste Probleme, es anzufassen. Alles, was an diesen 1x1, an diesen Kugelgelenken hängt, rutscht immer mal wieder raus. Also das ist wirklich nur zum Hinstellen und schön anzuschauen. Genau, 12 von 15 haben wir jetzt. Drei Stück gibt es noch. Die letzten drei wird es dann am Mittwoch geben. Und so langsam hebe ich mir einen Bruch bei dem Modell. Es hat auf jeden Fall schon mal eine ansehnliche Größe. 13, 14 und 15 sind es noch. Genau. Der Fuß gibt es dann. Den Fuß am Ende gibt es auch in dem Bauschritt 15. Hier an den Triebwerksgondeln, unter den Flügeln, hier hinten sind noch diverse Elemente mitzusetzen. Das ist das, was ich so halt noch feststelle. Hier vorne noch das eine Element. Das sind die Sachen, die jetzt noch mit dran gehören. Ja. Das ist das kleine gute Stück hier. Ist auf jeden Fall ein Club. Ein Kilo habe ich jetzt noch gar nicht abgewogen. Müsste ich jetzt mal auf eine Haushaltswaage stellen. Kleinen Moment. Kann ich ja mal machen. So, eine ansehnliche kleine Haushaltswaage, die hier gerade so ein bisschen rumspinnt. Richtig greifen. Ja, weicher Untergrund ist für die Dinger hier irgendwie das Tödlichste. Moment. Dem kann ich Abhilfe schaffen. So, stellen wir mal den Klumpen da drauf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dass Sie nichts sehen, liegt daran, sind etwa 2000, 2,5 Kilo hat es jetzt. Es sind jetzt gerade etwa 2,5 Kilo. Also sind wir nachher bei guten 3 Kilo. Gute 3 Kilo Modell wird es sein. Drehen wir rum, gucken. Ich glaube, das kann man nur schwer erkennen. Kann ich das zoomen? Ja, also es sind 5018 Teile, davon viel Kleinkram. Es ist sehr kompakt gebaut, so also, trotz 55 cm Größe quasi das Leichtgewicht unter den Mold King Star Sets. So. Ich hätte das gerne gezoomt. Kriegen wir das da hin? Nee, ne? Zoom.
Das ist das Falsche, was ich jetzt gerade ziehe hier. Wow. Moment. So. Die Kamera, die wollte ich gucken. Vielleicht klappt es jetzt. Ja, nichts gegen die Panlos-Häuser. Nee, kriege ich jetzt auch nicht gezoomt hier. Okay. Muss ich mal gucken, wie ich das mal hinkriege. Mit den ganzen Einstellungssachen bin ich dann doch noch der Noob. Unter den ganzen. Ja. Wie gesagt, Trans Clear oder Trans Black würden hier, also ich würde wahrscheinlich eher zu Trans Black tendieren. Für diese Elemente hier vorne, damit man da wenigstens auch direkt reinschauen kann. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich bei dem Set aktuell bemängeln muss. Alles andere von den Bautechniken her teilweise sehr abenteuerlich, aber es ist halt auch unheimlich interessant, wie das Ding hier halt immer massiver wird. Einzige Möglichkeit, um es jetzt noch richtig zu heben, ist tatsächlich hier unter den beiden Triebwerksgondeln. Da kann man es einigermaßen gut heben. Ja. So. Ja, hat wieder Spaß gemacht, heute zu bauen. War auf jeden Fall wieder eine gute Geschichte hier. So, dann möchte ich jetzt nochmal schauen. Jetzt haben wir zwei Stunden und einen Keks. Und ja, vorangekommen bin ich auf jeden Fall gut. Und ich würde mal sagen, ich gebe euch noch eine Runde an Generation Walk. Da gibt es dann Legend of Zelda gerade. Dann könnt ihr da noch einen schönen Abschluss haben. Und alle anderen wünsche ich noch eine gute Nacht. Schlaft gut, bis zum nächsten Mal. So, wo habe ich ihn denn? Ups. Genau. Können wir noch eine Runde einen kleinen Raid mit reinmachen. Aber bei ihm ist auch einiges los. Also von daher. Jo. Na denn, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis Mittwoch dann, ne? Ich freue mich auf euch. Aber dann exklusiv nur auf YouTube, nicht auf Twitch. Okay. Dann macht's gut, ne? Bis dahin. Tschüss.